das Baby ist da, das Baby ist da. Oh Mann, oh, das ist gut. Vielleicht ist es diesmal was Anständiges. Gacken. Oh nein, der ist gar nicht gut. Kann man den auch umtauschen? Umtauschen? Nein, die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Oh Mann, bist du dir wirklich sicher, dass das meiner ist? Ja, relativ sicher, aber ich kann gerne nochmal nachschauen. Nein, schon gut, ich nehme ihn mit nach Hause. Oh Mann, es reicht schon, sich ihn anzugucken, um zu merken, dass es ein Versager ist. Gacku. Oh Mann, endlich bei der Bank angekommen. Puh, das ist immerhin so langer Weg und das alles nur, um Geld abzuheben. Was dauert das denn immer so lange? Schatz, du weißt doch, dass es 9 Monate dauert, bis ein Baby kommt. Ich will aber jetzt ein Kind haben. Naja, vielleicht hilft es ja, wenn du einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal dann isst. Hm, vielleicht tut es das. Obwohl, Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo, ich... Hey, in der Reihe anstellen, bitte. In der Reihe? Was denn für eine Reihe hier? Gibt es überhaupt keine Reihe? Oh, stimmt. Okay, ja, was das denn sein? Also, ich soll für meine Mutter ein bisschen Geld abholen. Aha, okay. Ja, also... Ach so, das war schon. Okay, kein Problem. Wie viel soll es denn sein? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal alles. Alles also. Na schön, schauen wir mal nach. So. Oh Mann, das ist aber wirklich gar nicht mal so viel. Tja, ist ja nicht mein Problem, oder? Naja, na schön. Okay, bis dann auch. Tschüss. Oh Mann, das wird nicht gut ausgehen. Warte mal ganz kurz hier, Schatz. Ich habe eine Idee. Mann, wann kommt denn Cedric wieder nach Hause? Ich weiß es nicht. Er ist schon ziemlich lange weg. Na gut, solange ich warte, kann ich mich auch auf den Stuhl setzen. Schatz, du hast vergessen, Stühle zu kaufen. Was? Nein, das Beschaffen von Stühlen war deine Aufgabe. Nein, was? Nicht. Oh, na schön. Siehst du, das haben wir jetzt davon. Kann ich mich jetzt auf den Tisch hinsetzen? Okay, ich bin da. Puh, oh, ich hasse diese Bruchbude. So. Hallo. Ich bin wieder zu Hause. Mama, Papa? Wo sind sie denn alle hin? Oh, mein Zimmer steht offen. So, machen wir das mal ganz kurz zu. Und... Ah, hallo, Mama, Papa. Ich habe das Geld geholt, wie du gewollt hast. Ah, sehr schön. Wie viel ist es denn diesmal? Naja, leider nicht sehr viel. So viel ungefähr. Was ist das denn? Was soll man sich davon denn kaufen? Ein halbes Brötchen oder was? Um genau zu sein, kannst du dir damit ein Drittel Brötchen kaufen. Aha, ist das so, du Schlaukopf? Oh Mann, das ist gar nichts, Cedric. Du hast dir doch sicher wieder irgendwas eingesteckt. Was? Nein, das würde ich doch niemals tun. Warum sollte ich euch denn Geld klauen? Ja, du hast recht, ganz sicher. Du willst das zweite, dritte Brötchen haben. Aber nein, kommt doch das nächste Mal einfach selber mit, wenn ihr mir nicht glaubt. Hausarrest für dich, junger Mann. Aber. Kein Aber, los, ab in dein Zimmer. Oh Mann, na schön. Leute, ich hasse das. Und mein Zimmer ist auch schlimm. Das ist mehr eine Zelle als ein Zimmer. Er glaubt, er könnte uns reinlegen, dieser Typ hier. Ja, wirklich. Pack es in die Kiste, damit er es nicht findet. So, okay, gut. Das hatten wir. Was wollen wir jetzt noch machen? Keine Ahnung. Lass uns doch einfach mal den Kamin anmachen. Schatz, ich glaube, wir sind hier richtig. Sag mal, wieso hast du eigentlich so viel Geld mitgenommen? Oh, du weißt doch, dass ich sehr überzeugend sein kann, nicht wahr? Ja, mag sein. Pass auf, ich habe eine Idee. Und ich zeige dir, wie man keine 9 Monate warten muss, um ein Kind zu bekommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. So. Klopfen wir mal an. Hallo? Oh, es hat geklopft. Ach, weißt du was? Ist mir eigentlich auch egal. Nein, du machst heute den Abwasch. Nein, du machst heute den Abwasch. Die hören das schon wieder nicht. Na schön, dann schaue ich einfach mal selber nach. Hallo? Guten Tag? Ja, wie kann ich helfen? Ah, junger Mann, wie heißt du? Ich? Ich heiße Cedric. Warum? Gut zu wissen. Wo sind deine Eltern, Cedric? Oh Mann, was hat er denn jetzt vor? Meine Eltern? Meine Eltern sind irgendwo da hinten, glaube ich. Warum? Was willst du von ihnen? Ich habe ihnen ein Angebot zu machen, was sie definitiv nicht ablehnen können. Okay, wenn du meinst, ich werde sie mal holen. Wow, das ist ganz schön viel Geld und Gold, was ich da sehe. Vielleicht wollen sie uns das Haus abkaufen oder so. Mama, Papa. Cedric, wir haben dir doch gerade eben gesagt, dass du im Zimmer bleiben sollst. Aber an der Tür hat jemand geklopft. Er hat sehr, sehr viel Geld und Gold und alles Mögliche. Aha, ja, natürlich. Wahrscheinlich genau das, was du uns geklaut hast. Aber ich habe doch gar nichts... Ach, guck doch einfach selber nach. Das kannst du dir echt nicht ausdenken hier, diese ganze... So was macht ihr denn hier? Wer ist denn da? Ist das schon wieder der Nachbar? Oh, hey, wie... Wow, wie geht's euch? Wer seid ihr denn? Hallo, ich bin Frau König und das ist mein Mann Herr König. Wow, Könige, ich verneige mich vor euch. Nein, wir sind keine Könige. Mir gehört nur die Bank in Tokabuka. Oh, das wird ja immer besser. Ich hätte euch ein Angebot zu machen, Leute. Ein Angebot? Für was denn? Ich möchte euch gerne euren Sohn abkaufen. Was? 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 Ananas? Moment mal, du meinst Cedric? Den Nichtsnutz? Ja, genau den. Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Vertrau mir einfach. Oh, das... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber, Schatz, schau dir doch mal das ganze Geld an. Ja, du hast recht, aber Cedric ist unser Sohn. Das können wir doch nicht machen. Und ob wir das machen können? Ich meine, guck dir das doch mal an. So viel Reichtümer, so viel Geld und Gold. Oder diesen komischen, dummen Trottel. Hey, hallo, ihr redet immer noch von mir. Ja, das meine ich ja auch. Oh Mann, ich weiß nicht. Ist das nicht ein bisschen komisch, ein Kind für Geld zu verkaufen? Ihr heißt es auf jeden Fall.
Ach, ist doch egal. Mein Herr, wir haben einen Deal. Was? Im Ernst? Was? Ah, ich wusste doch, dass ihr vernünftig sein würdet. Hier, nehmt das gerne. Bitteschön, das sollte reichen, denke ich mal. Oh ja, das reicht auf jeden Fall. Aber du kannst doch nicht einfach... Willst du auch was von dem Geld oder nicht? Okay, ich bin ja schon still. Na, dann komm mal mit uns, Cedric. Ihr habt mich gerade verkauft. Ihr könnt mich doch nicht einfach verkaufen. Ich bin nichts, was ihr besitzt. Oh, wir haben es aber gerade gemacht. Na schön, dann komme ich halt mit euch. Es ist sowieso überall besser als bei euch. Ihr verkauft mich ja sogar für Geld. Cedric, das wollte ich nicht. Wir sehen uns. Ja, bis dann. Oh Mann, was habe ich mir denn da jetzt nur wieder eingebrockt? Also komm, Cedric, auf zu deinem neuen Zuhause. So, Cedric, da wären wir auch schon. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Das hier soll mein neues Zuhause werden? Wow, das sieht schon ganz schön groß aus. Butler, öffne die Tür. Jawohl, Herr König. Au, so, hier ist der Griff. Hab ihn gefunden. Warum ist er denn gegen die Tür gelaufen? Ich sehe nicht sehr viel, weil sich meine Haare über meinen Augen befinden, wie du siehst. Aber das macht mich noch lange nicht bewegungsunfähig. Au. Okay, weißt du was? Du solltest vielleicht wirklich mal zum Friseur gehen, Mann. Aber na gut. Komm rein, Cedric. Es wird dir sicher gefallen. Okay, hallo. Hallo, junger Mann. Gut siehst du aus. Aber du kannst mich doch gar nicht sehen. Du siehst doch überhaupt nichts. Stimmt, ich habe gelogen, aber die Vorstellung reicht ja schon. Wow, Alter, das ist ein ganz schön großes Haus. Sogar mit Aufzug im Haus. Wahnsinn. Ist doch super, oder nicht? Butler? Ja, was ist los, Herr König? Au! Such dem lieben Cedric neue Sachen zum Einkleiden. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus in Unterhemd und Jeans. Jawohl, Herr König, los geht es. Komm mit, Cedric. Okay. Ach so, warte, nein, wir müssen gar nicht in den Aufzug. Wir müssen weiter nach vorne. Oh, wow. Alter, was für ein schönes Wohnzimmer. Warum ist da oben eigentlich ein Foto von mir? Was? Ach so, nein, das ist ein Foto von dir aus der Zukunft, Cedric. Oh, okay. So, hier in diesem Schrank sollten Sachen für dich sein. Der Schrank sieht aber ziemlich leer aus, wenn ich ehrlich bin. Du guckst einfach nur nicht richtig hin. Moment. Whoop. Und wie gefällt es dir, Mann? Ja, abgesehen davon, dass ich jetzt aussehe wie der Präsident der Vereinigten Staaten, ist das eigentlich schon ganz cool, ja? Ja, kann auch sein, dass ich mich ein bisschen vergriffen habe. Na gut, egal. Trotzdem danke dir. Oh, wow. Leute, ich habe das Gefühl, mein Leben könnte sich jetzt doch etwas verbessern. Wow, gut siehst du aus, Cedric. Na, dann genieße es mal. Das werde ich auf jeden Fall. Ich liebe diese Morgenspaziergänge. Guten Tag. Guten Tag, Cedric. Oh Mann, es ist so viel in meinem Leben passiert. Ich meine, mittlerweile gehört mir sogar ein großer Teil der Bank. Das ist schon ganz schön abgefahren. Meine neuen Eltern haben wirklich viel Gutes bewirkt. Und ich hoffe mal, dass es auch weiterhin so bleibt. Was haben wir denn da? Hallo, ich hätte gerne ein Eis. Eis? Oh, ich schmelze dahin. Es ist viel zu heiß hier draußen. Okay, ich nehme dann trotzdem ein Eis, ne? Ja klar, kein Problem, Cedric. Für dich sogar gratis. Oh, danke schön. Ach, ich liebe das Wetter hier draußen. Und das Eis ist auch wirklich gut. Wir wollten doch gar nicht in den Park laufen. Wir wollten in den Einkaufsladen. Ja, ich hatte nie gesagt, dass ich gut im Navigieren wäre. Und, guck mal, wer da ist. Ich hab's doch schon gesehen, du Dödel. Hä? Oh, hallo, Mama und Papa. Ah, wie geht's euch beiden denn so? Cedric, was ist eigentlich aus dir geworden? Ich hab mich das die ganze Zeit gefragt. Oh nein, er schon wieder. Ich dachte, ich wäre ihn ein für alle Mal los. Nun, wie es aussieht, ist es mir ein bisschen besser ergangen als euch. Was ist denn bei euch so passiert? Bei uns ist alles gut. Es gibt gar keine Probleme. Mama hat sich mit dem ganzen Geld einen wunderschönen Diamantring gekauft. Und ihn dann auch noch verloren. Ein Diamantring? Okay, das ist ganz schön teuer. Und was habt ihr mit dem Rest des Geldes gemacht? Wir haben überhaupt kein restliches Geld mehr. Es ging alles in den Diamantring und den haben wir verloren. Oh, das ist natürlich etwas traurig. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe, Cedric. Meine Hilfe also? Aber ihr werdet immer richtig gemein zu mir. Ihr habt mich sogar für Geld verkauft. Und letztendlich habt ihr dieses Geld nicht mal mehr. Ach komm, Schatz, lass uns gehen. Ich habe keine Lust, meinen eigenen Sohn um Hilfe zu bitten. Aber, weißt du, ich habe das vorher schon nicht gut gefunden, dass du ihn weggegeben hast. Einfach so. Und weißt du was? Das werde ich diesmal nicht tun. Ich werde nicht von meinem Sohn weichen. Oh, ihr seid doch beide sowas von dumm. Na schön, wenn das so ist. Viel Spaß euch beiden. Oh Mann, Papa, ist alles gut bei dir? Ja, ich fühle mich schon direkt etwas besser, wenn ich ganz ehrlich bin. Mann, jetzt habe ich kein Zuhause mehr, keinen Mann mehr, keinen Sohn mehr. Was habe ich überhaupt noch? Ich glaube, manchmal habe ich wirklich die falschen Entscheidungen getroffen. Aber wenigstens habe ich noch dich, kleinen Hasen. Aber nur, wenn du hast Möhren. Wenn du keine Möhren hast, dann hast du auch mich nicht. Oh Mann, ich habe keine Möhren. Oh, dann muss ich leider sofort los. Och, bitte lass mich nicht allein. Oh Mann. Na gut, Leute, dann würde ich trotzdem sagen, das war's für die heutige Folge Tukapuka. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und wow!